Ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es um eine Edition, die ich damals geschenkt bekommen habe. Und zwar vom lieben Chris76. Viele liebe Grüße gehen an dich an dieser Stelle nochmal raus. Und vielen lieben Dank nochmal für diese Edition und für das richtig coole Mystery-Paket, das ich damals von dir bekommen habe. Wer das Video nicht gesehen hat, das verlinke ich euch jetzt unten nochmal in der Videobeschreibung. Ja, heute schauen wir uns die Edition mal gemeinsam an. Und ich würde sagen, wir legen wie immer los nach dem Intro. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Bis gleich, Freunde. So, was geht ab, liebe Filmfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute wirklich eine schöne Edition, die wir uns gemeinsam anschauen, und zwar die John Carpenter Collection. Enthalten hier vier absolute Kultfilme: The Fog, Nebel des Grauens, Fürsten der Dunkelheit, Sie leben und John Carpenters Vampires. Also die Filme, denke ich mal, kennt jeder von euch, und wir schauen sie uns jetzt heute hier nochmal gemeinsam an in Form dieser schönen John Carpenter Collection. Ja, vielen Dank nochmal an dich, Chris76. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst nochmal. Und ja, ich hoffe, dass du dieses Video auch siehst. Ja, wir starten jetzt hier mal mit dem Unboxing. So schaut das Ganze hier aus. Eine wirklich coole Edition. Schönes Artwork, meiner Meinung nach auch. Passt super gut zu dieser Edition. Hier unten das FSK 18 Logo ist aufgedruckt. Ich muss gleich mal schauen, ob es hier eigentlich ein Wendecover gibt. Das habe ich bis jetzt tatsächlich noch nicht nachgeschaut. Bin ich jetzt mal gespannt. So, wir haben hier aber schon mal wirklich ein cooles Artwork. Das sieht richtig cool aus. Dann würde ich sagen, gehen wir mal über zum Spine. Der schaut hier so aus. Auch hier schön leserlich, John Carpenter Collection. Ja, ganz cool gemacht. Gehen wir über zum Backdesign. Hier haben wir nochmal eine Auflistung aller Filme, die hier enthalten sind. Eben einmal The Fog, Nebel des Grauens, John Carpenters Sie leben, Fürsten der Dunkelheit, Vampires. Die bekanntesten Filme, würde ich immer sagen, außer natürlich Halloween, ist natürlich auch noch von John Carpenter, kennt natürlich auch jeder, und die Klapperschlange. Aber ansonsten, abgesehen von diesen Filmen, würde ich jetzt mal sagen, die bekanntesten Werke. Schön gemacht hier, und noch die technischen Daten. Zu erwähnen ist hier noch, dass John Carpenters Vampires hier eigentlich nur in der geschnittenen Version drin ist. Allerdings ist der liebe Chris76 einfach nur der Hammer und hat mir hier die Unrated Uncut-Fassung mit beigemacht. Vielen Dank nochmal dafür, lieber Chris. Wir kommen nochmal zu den inneren Werten jetzt und schauen uns das Ganze mal von innen an. So schaut die Edition jetzt hier aus. Auf der linken Seite, wie ihr schon seht, starten wir hier auch direkt mit The Fog, Nebel des Grauens von 1979, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Aber bin mir jetzt gar nicht 100% sicher. Ja, cool gemacht. Jetzt wäre mir hier fast die Disc runtergefallen. So, jetzt machen wir sie hier wieder rein. Schön gestaltet, muss ich echt sagen. Und wenn wir jetzt hier mal schauen, hier ist so eine Halterung in der Mitte mit dann eben dem nächsten Film, Fürsten der Dunkelheit. Ja, schaut hier so aus. Beide Filme mittlerweile ab FSK 16. Sehr cool. Dann kommen wir mal zu den nächsten beiden Filmen. Blättern hier einmal um oder schlagen das Tray, das. Die Halterung um und haben hier einmal Sie leben. Der Film ist noch ab 18 Jahren freigegeben. Ja, schaut hier so aus. Und dann noch hier auf der rechten Seite John Carpenters Vampires, der eigentlich hier auch in der 16er Fassung enthalten ist. Also wenn ihr euch die Edition kauft, ist hier eine 16er Fassung drin. Hier bei mir jetzt natürlich die Uncut Fassung. Dank dem lieben Chris76. Richtig cool. Freut mich riesig. Ja, genau, das war es auch schon mit dieser schönen Box. Ich gebe eine ganz klare Kaufempfehlung raus, Freunde. Es muss nicht immer ein Mediabook sein. Hier auch diese Edition richtig cool. Und ihr habt hier alle vier Teile oder beziehungsweise alle vier Filme von John Carpenter in einer Box vereint. Finde ich richtig cool. Passt auch super. Schönes Artwork. Tolle Sache. Und somit habt ihr vier Kultfilme in einer Box. Ganz klare Kaufempfehlung geht an dieser Stelle raus. Und ich bedanke mich nochmal bei dir, Chris76, und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, bleibt gesund und haut rein, euer Movie Pyro 911 und ciao!